So, das geht sehr zügig vonstatten dort an der Startmarke. Abbas Anthom ist bereits der letzte Kandidat, der herankommt. Mit Schaumburn für den Stall von Marian Weißmeier. Damit alle startklar für den Preis der Jean Harzheim Pferdetransporte. Boxentüren auf für die Auftaktprüfung. Und Treschick ist da nicht sonderlich gut auf die Beine gekommen. Versäumt sich zunächst einmal um 2-3 Längen. Lilas Tracy führt das Feld hier an vor Abbas Anthom in zweiter Position. Dahinter Last Man Standing an der Innenseite. Und Treschick nach dem doch schwächeren Start mittlerweile mit Anschluss am Ende des Feldes. So geht es die Gegenseite hinunter in Richtung Schlussbogen. Lilas Tracy führt vor Last Man Standing an der Innenseite. Abbas Anthom auf. Und dahinter dann Treschick. Durch den Bogen hindurch dieses Quartett. Lilas Tracy hat gut 1,5-2 Längen Vorteil mittlerweile. Dahinter außen Abbas Anthom, Last Man Standing an der Innenseite und Treschick nach wie vor letztes Pferd. Mit Beginn der Kölner Zielgeraden, 600 Meter bis zum Zielpfosten sind das noch. Lilas Tracy führt vor Last Man Standing, Abbas Anthom an der Außenseite und Treschick versucht jetzt hier zumindest mal die rote Laterne abzugeben, wirkt aber noch unglaublich schwerfällig. Lilas Tracy führt, aber Thorame Hansen schaute sich mal um, wo sind die Gegner und vor allem Last Man Standing ist nah genug, wenn gut genug. Lilas Tracy vor Last Man Standing, dahinter Treschick hier ohne jegliche Bindung, Abbas Anthom ohne Steigerung und Lilas Tracy auf den letzten 100 Metern verabschiedet sich jetzt vom Stall und Trainingsgefährten. Lilas Tracy ist ein weiterer Punkt auf dem Weg zum ersten Championat von Thorame Hansen, standesgemäß gegen Last Man Standing, gegen Treschick und dann Abbas Anthom. Ja, und hier linke Hand vor dem Hippodrom, da kommt sie zurück, die vorläufige Siegerin im ersten Rennen des Tages, Preis der Jean Harzheim Pferdetransport. Es gibt einen Heimsieg für den Stall von Henk Rewe. Er trainiert hier im Weidenpescher Park in Köln die zweijährige Goken-Tochter Lilas Tracy im Besitz von Eckart Sauren, dem Präsidenten des Kölner Rennvereins und der Siegjockey Tore Hammer Hansen. So, da werden noch die Siegerfotos geschossen von Frank Neuting. Ja, Tore, gratuliere dir. Das war doch ein sehr schöner Sieg und man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass sie schon auch von diesem ersten Start gelernt hat und doch ein bisschen weitergekommen ist jetzt. Ja, der erste Start ging nicht 100% nach Plan in Frankreich und heute hatten wir nicht wirklich eine andere Option, als vorne zu gehen. Sie ist sehr schnell und mit dem Feld, das wir heute hatten, habe ich nicht gedacht, dass irgendwas an mich rankommt. Und ja, ich habe sie so lange zusammengehalten, wie es ging. Und als ich sie dann losgelassen habe, hat sie schön reagiert und das Rennen leicht zu Bett gemacht. Habt ihr gut gemacht. Gratulation, Tore Hammer Hansen, Eck Sauren, Henk Rewe. Gratulation.
Ja, ein doch sehr harmloses Rennen, denke ich mir. Schwer zu sagen, was das wert ist. Denn gut, Lila Stracy hat sehr leicht gewonnen. Aber man hat den Eindruck, dass vielleicht doch nicht die Welt drin war in diesem Rennen. Tore Hammerhansen hat es bei diesem kleinen Feld absolut richtig gemacht, ist nämlich sofort nach vorne gegangen und hat die Sache dann sehr kontrolliert nach Hause gebracht. Last Man Standing hat ein ordentliches Debüt gegeben.